Rock. Ja. Also wir wollen auf jeden Fall, was auf jeden Fall den gemacht Rock. Werden muss, es muss mindestens 48 Mal das Wort Fuck oder Ficken fallen. Jean-Pierre. Hässliches Gesicht. Jean-Pierre. Gelbe Zähne, immer ein komisches Grinsen drauf. Hätte auch in einer Boygroup anfangen können. Trotzdem meinte er, wäre der König. Kommt aber nicht an mir dran vorbei. Das hätte er genauso gut hinbekommen. Also egal, was er macht, das passt irgendwie immer. Scheiße. Jean-Pierre ist nach wie vor unser dreimaliger Supergitarrist. Ja, der schönste Mann Deutschlands. Glaubt er zumindest selber. Das war grottenschlecht. Kann nicht Gitarre spielen, aber er ist echt eine coole Sau auf der Bühne. Wobei ich sehr dagegen war, dass er wieder bei uns spielt, aber er macht seine Sache echt klasse und ich denke, es war doch im Nachhinein die richtige Entscheidung, nachdem ich ihm meinen Knebelvertrag auf den Tisch gelegt habe. Nino Costantino. Permanent zu laut. Betrunken. Immer zu laut. Nino ist zu laut. Zu laut. Und betrunken. Zu laut. Betrunken. Zu laut. Zu betrunken. Dumm. Kommt sich immer vor, als ob er der König wäre, aber versucht immer zu lernen, wie ich eigentlich spiele. Was soll ich noch mehr sagen? Obwohl, für meine Ohren nicht, weil ich spiele selber immer viel zu laut. Der Mann, der schiebt mit den Mega-Qualitäten, was die Weiber angeht. Er ist schon so der... ein guter Gitarrist, der Potenzial hätte, wenn er ein bisschen was tun würde. Christoph. Christoph? Der Christoph ist dick. Hat sich aber gemacht. Oft dick, mal dünn. Ich meinte auch, er wäre... der neue Michael Jackson oder was? Aber eine coole Sau auf der Bühne. Ich will nichts anderes wissen. Oh, warte. Christoph Junge-Irges ist einfach so da reingefallen, hat einfach irgendwas angefangen, was er gar nicht konnte und hat jetzt mittlerweile das erreicht. Scheiße. Er gibt sich manchmal Mühe, manchmal nicht. Er gibt sich nicht regelmäßig genug Mühe, um... aber er ist eine der geilsten Rampensäue, die ich bisher erlebt habe. Oliver Ciolini. Oliver Ciolini. Mein Lieblingsbassist. Oliver, ja, unser Gewählter und Gequälter, ja. Was ich auch schon geschrieben habe, wenn wir das A-Team wären, dann wäre Oliver Ciolini Face, ja. Manchmal spielt er mit 5 Seiten, manchmal mit 4, aber er hat es irgendwie voll drauf. Oliver ist der Traum aller Schwiegermütter, ja. Könnte ein brillanter Bassist sein, ist nur einfach viel zu faul. Aber er geht am meisten ab, er geht sowas von ab, da das Blöde ist, dass er komplett vergisst, was er spielen soll dabei, ja. Ne, mal 4 Seiten, mal 5. 2 würden ihm auch reichen. Vielleicht würde er dann die Rhythmik mitbringen. Und ohne Worte. Robin Thiesbummel. Robin? Robin ist... Robin, ja, der Mann, der bei uns den Taktstock schwingt. Kann nicht leise Schlagzeug spielen. Also ich kenne keinen Schlagzeuger, der so laut Schlagzeug spielt. Robin ist unsere treibende Kraft, weil er als einziger nüchtern ist. Der die ganze Chaosbande irgendwie zusammenhält, damit ich ein schönes Fundament kriege, nicht? Außer heute. Robin Thiesbummel ist am Schlagzeug unsere Druckmaschine. Er macht ständig Druck und das gefällt mir gerade als Bassist ganz gut. Darauf kann ich mich sehr gut einstellen. Ja, Robin. Der einzige, der hier wirklich Engagement zeigt.